Die Kinder waren durch die Schließung von Kitas und Schulen lange vom sozialen Leben und von der Teilhabe ausgeschlossen. Dadurch haben sich körperliche Störungen wie Übergewicht, aber auch psychische Auffälligkeiten wie Depressionen entwickelt. Leider gibt es starke Unterschiede. Diejenigen, die vor der Pandemie schon besonders belastet waren, in den sozial schwächeren, sozial-ökonomisch nicht so gut situierten Familien, die hat es viel, viel stärker betroffen. Diese Gruppe sollte eigentlich den Anschluss an die Mitte schaffen. Und dieser Anschluss an die Mitte ist durch die Pandemie in eine stärkere Ferne gerückt als zuvor. Wir alle müssen tätig werden. Wir als Gesellschaft müssen verstehen, dass der Schutz unserer Kinder unsere größte und vielleicht sogar wichtigste Aufgabe ist. Und wir müssen starten an der Schule. Da kommen alle Kinder hin, da erreichen wir alle Kinder, auch diejenigen aus den sozial schwächeren Bereichen der Bevölkerung. Wir müssen weitermachen bei einer angemessenen Finanzierung auch der Behandlung und der Prävention bei Kindern und Jugendlichen, beispielsweise in unseren Kliniken, dass die Gelder sozusagen nicht erst ans Ende des Lebens investiert werden im Krankenhaussystem, sondern am Beginn des Lebens bei den Kindern und Jugendlichen in verstärktem Maße auch eingesetzt werden. Und drittens, wir brauchen die Kinderrechte im Grundgesetz.